Rolle spielt denn Russland in diesem komplizierten politischen Geflecht? Ja, Russland ist ein Partner. Iran, Russland und iranische Einheiten kämpfen in Syrien an der Seite des Machthabers Assad. Für Putin ist das jetzt, was da passiert ist, rund um den Atomdeal eine äußerst ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite möchte der Kreml-Chef an diesem Atomdeal mit dem Iran festhalten. Auf der anderen Seite spielt ihm der Ausstieg der Amerikaner aus diesem Atomdeal durchaus auch in die Hände. Denn Putin wird jetzt im Nahen Osten noch mächtiger. Je größer die Probleme zwischen dem Westen und den Mullahs sind, desto stärker sind die Mächtigen in Teheran gezwungen, sich an Russland anzulehnen, sozusagen als den letzten großen, ernstzunehmenden Partner. Und die iranische Führung hat ja bereits starke geschäftliche Beziehungen zu den Russen seit Jahren. Die Russen haben den Iranern letztes Jahr die S-300 geliefert, das Flugabwehrsystem. Und die Russen haben auch das bisher einzige iranische Atomkraftwerk gebaut, Bushehr am Persischen Golf. Ja, Rückendeckung für den Ausstieg aus dem Deal kommt ja nun aus Israel. Und bezeichnenderweise ist Premier Netanyahu ja heute in Moskau vor Ort. Das wird sicherlich auch ein Thema sein zwischen Putin und Netanyahu, oder nicht? Ja, das ist wahrscheinlich das Hauptthema. Netanyahu weiß genau, dass er keine substanziellen Aktionen im Nahen Osten starten kann gegen den Iran ohne das Plazett von Wladimir Putin. Deswegen wird sich jetzt Netanyahu genau darüber unterhalten, wie das weitergeht in Bezug auf Iran. Und das zweite Thema ist, das Sie hier besprechen werden, die mögliche Lieferung eines S-300 Flugabwehrsystems der Russen an den syrischen Machthaber Assad. Das will natürlich Netanyahu unbedingt verhindern. Christoph Wanner, für den Moment Dankeschön nach Moskau.